Im Warmluft-Ruheraum, im sogenannten Tepidarium, erholen sich Saunagänger auf beheizten Ruheliegen bei sanfter Musik. Ich komme hierher, weil ich eine schöne Ruhe finde. Ich kann abschalten und ich schlafe hier regelmäßig ein. Also ich bin nachher total relaxed und entspannt. Das Tepidarium erzeugt ein gesundes, künstliches Fieber und aktiviert so die Abwehrkräfte. Die runden Formen erinnern an ein Bachbett. Die Natur wird ins Gebäude geholt. Die Umgebung soll gleichzeitig inspirieren und entspannen. So wie das Aquarium mit dem südamerikanischen Süßwasserfisch. Also ich finde es so schön und ich finde es so entspannend, diesen Fisch zuzuschauen. Das ist so beruhigend. Und die Farben, das kann mich wirklich gut erholen. Dann bin ich nachher wieder topfit. Ebenfalls empfehlenswert nach dem Saunieren ist es, die Füße ein paar Minuten ins Fußbad zu heben. Das öffnet die Poren zum Nachschwitzen und beugt Erkältungen vor. Wer gerne intensive Gerüche hat, für den sind die Aromawelten das Richtige. Bei Minze, Zitrone oder Kokos-Vanilleduft lässt sich hier durch die gesunden Effekte beruhigt tief durchschnaufen. Der Kreislauf wird angeregt, es ist gut für die Haut, die Poren öffnen sich, man entschlackt und die Atemwege werden frei. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 100% und 40 bis 45 Grad wirken die Aromadampfbäder wie in Sauna anregend auf den Kreislauf.